Leo Hillinger ist ein Unternehmer, dessen Herz für den Weinbau schlägt. Sowohl als Unternehmer als auch als Weinbauer mehrfach ausgezeichnet, führt er seinen international renommierten Betrieb mit Leidenschaft und Engagement. Über 100 Hektar Weingärten bewirtschaftet der Betrieb heute. Die Weine werden in über 20 Ländern der Welt exportiert. Leo ist sich dabei treu geblieben, als Bio-Winzer, als Unternehmer und als Botschafter seiner Region. Ich habe Anfang der 90er begonnen. Damals war es ein richtiges Problem. Es war der Weinskandal 86 und dann ist es alles niedergebrochen. Es war heute Zeit. Wir haben damals gehabt 6 Millionen Schulden zu 17% verzinst und keine Weingärten. Da war nichts mehr zum Übernehmen. Also da waren nur die Schulden da, keine Weingärten, keine Kunden und ein altes Equipment und ein altes Haus. Und heute habe ich halt 130 Hektar Weingärten im Eigentum, die ich biologisch bewirtschafte. Warum Bio? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da biologisch ist. Ich habe selber einen Biobauernhof in Ungarn, wo ich selber produziere für mich, für meine Mitarbeiter. Und dann setze ich mich da auf und spritze als tot, das geht nicht. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Du musst innovativ sein und du musst deinen Talenten auch folgen. Das ist das Wichtigste. Die meisten haben Talente und die wissen gar nicht, dass sie Talent haben. Und mein Problem ist, ich bin ein extrem Kreativer, aber das mein größtes Problem ist, dass ich alles umsetze. Die meisten sind immer kreativ und sagen, ja, das mache ich. Und den nächsten Tag sagen sie dann, na, kann ich das machen, geht das überhaupt? Bei mir geht alles. Man muss nicht wollen und konsequent sein. Hast du Ratschläge für junge Winzer? Erlebt eure Träume, aber seid auch konsequent, ihr müsst fleißig sein. Ihr müsst wirklich das Beste an Traubenmaterial genauso in die Flasche bringen, so wie es gewachsen ist. Keine Spumpernadeln und macht einfach das, was euch schmeckt. Und dann steht es auch dahinter. Das ist das Wichtigste. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich möchte mehr Zeit haben. Und das wird auch passieren. Ich habe einen Plan. Also meine Kinder wollen ja beide ins Unternehmen einsteigen. Und dann werde ich mich natürlich zurückziehen, wenn sie das wollen. Ich werde immer unterstützend da sein. Aber das ist das, ich muss mehr Zeit für mich haben. Das ist das Wichtigste. Dein größtes Erfolgserlebnis? Eigentlich das größte Erfolgserlebnis in meinem Leben sind meine Kinder. Das ist eigentlich das Schönste, was ich habe. Es gibt nichts Vergleichbares. Eigenes Fleisch und Blut und diese Liebe und, die, und diese, diesen Respekt und so, das ist schon eigene Liga. Welche Projekte hast du geplant? Es gibt so viele Projekte. Ich würde gerne ein Hotel oder ein Chaletdorf bauen hier im Ort. Weinerlebniswelt oder eine Fahrrad- und Weinerlebniswelt. Wie hat sich Corona ausgewirkt? Naja, mache ich gar nichts mehr und mache schmeckt ja nichts mehr nach der Pandemie. Aber ja, der Weinkonsum, die Leute haben dieses Online-Bestellen ein großes Thema, das haben sie lernen müssen in der Pandemie. Was ist guter Wein? Wein ist so wie bei allen anderen eine Geschmacksfrage. Ne? Den einen schmeckt der Weiße gut, der leicht frisch und fruchtig ist, der andere hätte einen Weißen gern, der im Holz ausgebaut ist. Im Rotweinbereich gibt es auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Aber man kann schon ungefähr sagen, dass die Leute einfach so einen Grundgeschmack haben. Das können wir aber. Es ist individuell, man kann keinem vorschreiben, was er zum Schmecken hat. Dein Lieblingswein? Es ist so, wie wenn du dich fragst, welches Kind ist mir lieber? Es gibt keinen Lieblingswein und es gibt kein Lieblingskind. Ich bin flexibel. Ich habe alle Weine selber gemacht. Ich mache alle Weine selber. Ich habe zwar einen Kellermeister, mit dem ich das durchspreche und der das umsetzt, aber bei mir geht kein Wein raus, ohne dass ihn verkostet bzw. küvettiert hat. Das heißt auch, also ich habe diesen Wein das Leben eingehaucht und es wäre vermessen zu sagen, der schmeckt mir besser oder der.
Heute bewirtschaftet das Weingut Leo Hillinger mehr als 100 Hektar Weingärten. Das Weingut wurde zu einem der größten Top-Weingüter Österreichs und Leo zu einem gefragten Unternehmer, dessen Qualitätsanspruch über die Jahre gleich hoch geblieben ist. Die Frucht muss perfekt sein und soll unverändert in die Flasche.